Qualitätsmanagement beginnt natürlich mit der Frage, was ist Qualität? Und nur zur Abschreckung lese ich Ihnen jetzt mal die offizielle Definition vor. Und wer könnte sowas offiziell definieren? Natürlich das Deutsche Institut für Normung, DIN, Deutsche Industrienorm, Deutsche Institut für Normung, definiert Qualität. Sie brauchen sich das nicht zu merken und es steht in Ihrer Zusammenfassung. Können Sie zur Abschreckung mal nachlesen. Die Gesamtheit von Eigenschaften und Merkmalen einer Einheit bezüglich ihrer Eignung zur Erfüllung gegebener Erfordernisse. Das ist die Definition von Qualität, die offizielle. Was sehen wir? Kein einziges Verb. Eignung steht da. Erfüllung steht da. Erfordernisse steht da. Ja? Das ist die typische Krankheit. Die typische Krankheit solcher offiziellen Formulierungen, übrigens auch der meisten Lehrbücher. Substantivitis, schwere Krankheit. Ja? Wie können wir das einfacher sagen? Der Kölner würde sagen, wenn der Teil da tut, was er tun soll, dann ist das Qualität. Ist genau das Gleiche. Klingt ein bisschen einfacher, ist aber vom Sinn her genau das Gleiche. Schauen wir nochmal. Die Gesamtheit von Eigenschaften und Merkmalen. Also alles, was dieses Teil ausmacht. Bezüglich ist auch so ein blödes Wort, ja? Bezüglich, oh, was heißt bezüglich? Bezüglich ihrer Eignung, also alle Merkmale und Eigenschaften, machen das Teil geeignet zur Erfüllung gegebener Erfordernisse. Also das Teil soll was tun, gegebene Erfordernisse, und wenn es diese gegebenen Erfordernisse erfüllt und geeignet ist, sie zu erfüllen, dann ist das Qualität. Ja? Wenn der Teil da tut, was er tun soll, dann ist das Qualität, würde der Kölsche sagen. Das ist nichts anderes als diese Definition, nur die klingt viel schlauer. Halten wir für uns fest, Qualität sind im Wesentlichen zwei Eigenschaften, beziehungsweise wir holen uns jetzt die Essenz aus dieser schrecklichen Definition raus. Einmal, Qualität ist zweckbezogen. Das heißt, es gibt keine absolute Qualität. Ja? Was ist die Qualität dieses Flipchart-Stifts? Ja, wenn ich ihn für das verwende, was das Teil tun soll, nämlich am Flipchart zu schreiben, kann ich sagen, der macht es gut oder schlecht. Wenn ich mir damit die Ohren sauber machen will, dann ist das schon wieder ein anderer Zweck. Ja? Also, da kann man sagen, ist eher schlecht geeignet. Ja? Also Qualität ist nicht absolut, sondern Qualität ist bezogen auf einen ganz bestimmten Zweck. Das Teil soll etwas und wir fragen, ob es das gut tut oder nicht. Und damit sind wir beim Zeitpunkt, nämlich Bandbreiten definiert. Das heißt, wir haben eine Bandbreite von sehr gut bis sehr schlecht. Ja? Das Teil erfüllt seinen Zweck auf einer Skala. Bandbreite heißt Skala, von sehr gut bis sehr schlecht. Machen Sie eine Skala. Ja, Bandbreiten definiert heißt eine Skala, von sehr gut bis sehr schlecht. Ja, das ist die Essenz dieser Definition. Qualität ist die Eignung für einen bestimmten Zweck. Und das ist zweckbezogen und Bandbreiten definiert. Ja, so können wir also oben festhalten, die Eignung für einen bestimmten Zweck und daraus folgt, es ist zweckbezogen und Bandbreiten definiert. So, und das kann man sich merken, oder? Ja, das kann man sich merken. Die andere Definition können Sie mal probieren, ob Sie sich die merken können. Ja? Und das ist der Grund, warum so viele Leute sich rumquälen mit dem Lernen, weil sie sich mit solchen Lehrbüchern rumquälen. Und ihnen keiner sagt, Leute, das Lehrbuch ist Schrott. Ja? Die Leute können keine deutsche Sprache sprechen. Die deutsche Sprache ist die Sprache der Verben. Ja, und irgendein Irrer hat mal angefangen, jedes Verb zu substantivieren und dann haben alle gedacht, ja, so muss es in Lehrbüchern wohl klingen. Ja,
kein Dichter, kein Autor, der wirklich sein Publikum fesseln will, würde so schreiben. Ja, substantiviert. Ja, aber nur in diesen offiziellen Dokumenten und Lehrbüchern schreiben die alle substantiviert. Im Prüfungsausschuss auch. Ja, da ist auch diese Krankheit Substantivitis extrem verbreitet. Ja, das muss man wissen. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.